Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin, wo es heute um das Thema Depression geht. Ich habe heute zwei Herren da, einerseits einen Biochemiker, andererseits einen Arzt, und wir werden heute das mal ganzheitlich ein bisschen anschauen, was wir machen können, um eine Depression zu verhindern oder noch besser wieder aus einer Depression rauszukommen. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Und da sind wir wieder, und jetzt darf ich Ihnen den Biochemiker vorstellen, der Wolfgang Alexander Simon, Doktor selbstverständlich, ganz herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Okay. Und der Arzt, der Mediziner, der Dr. Kurt Mosetter, ganz herzlich willkommen. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich so zwei Jahre nach einer Pandemie gesehen haben, dass durch Angst und Schrecken auch sehr viele Depressionen ausgelöst wurden, oder eben, man sagt auch immer Long-Covid oder Post-Covid, wo heute jetzt auch in der Schweiz anerkannt wird als eine Krankheit, ist doch immer wieder eine mitochondriale Geschichte, meiner Erachtens, wo man doch in den Mitochondrien agieren müsste, um diese Menschen mit aus der Depression zu führen, oder? Also die Mitochondrien spielen sicher eine Schlüsselrolle. Und wenn keine Energie da ist, dann ist man erschöpft, dann kommt das Chronic Fatigue, dann kommt ein Rückzugsverhalten, dann kommt ein depressives Verhalten, und wenn man lange genug nichts tut und noch andere Belastungsfaktoren dazu kommen, entwickelt sich eine Depression. Heißt Depression gleich Energiemangel? Und Depression ist Energiemangel. Jetzt gibt es einige Gruppen, wie der Herr Spitzbart und andere, die haben gezeigt, ein Aminosäuremangel ist ein Schrittmacher zur Depression. Richtig, wenn ich nicht genügend Tyrosin, Phenylalanin, das sind die Aminosäure, die dann eigentlich unser Antriebssystem braucht, das Dopamin, wenn die nicht da sind, geht es nicht. Dann haben die Molekularbiologen und Leute aus der Darmgesundheit, Professor Burkhard Schütz, gezeigt, wenn es im Darm gärt, dann wird Tryptophan, der Schlüssel für Serotonin, eigentlich in die falsche Richtung verstoffwechselt. Dann macht der Stress. Serotonin ist Glückshormon. Serotonin wäre Glückshormon, innerer Rhythmus, Beruhigung. Aber wenn das im Darm gärt, dann geht Serotonin, Melatonin in den Keller, dann habe ich meinen inneren Rhythmus verloren, ich habe einen schlechten Schlaf, ich bin am Morgen erschöpft, ich bin beunruhigt, ich habe Angst, und das ist ein weiterer Schrittmacher in Depression, Serotonin. Dann ist ein weiterer Schrittmacher, wenn Mineralstoffe fehlen, Zink, Selen, Mangan und Chrom, weiterer Schrittmacher. Wenn eine Insulinresistenz im Gehirn zuschlägt, zu viel vom Schlechten, Sabotage, zu wenig vom Guten, deshalb ist es eigentlich eine Schieflage im Ökosystem. Es hat sich auch gezeigt, es gibt wichtige Muskelhormone, die halten uns fit und die machen uns glücklich. Myokine, die stimulieren den Brain-Derived Neurotrophic Factor, die sorgen für die Neugeburt von Nervenzellen im Gehirn. Und wenn man nicht bewegt, physische Inaktivität, geht es in Katastrophe. In der Pandemie sieht man jetzt Rückzugsverhalten, körperliche Inaktivität, zu viel Bildschirm, zu viel Stress führt dazu, dass depressive Verstimmung und Depression stark zunimmt, chronisches Erschöpfungssystem klar zunimmt. Zu deiner Frage, ja, alles tun, was die Mitochondrien nährt, alles tun, um sie anzutreiben. Mit einer gesunden Ernährung aus dem Darm, Triebfeder NAD+, kurzkettige Fettsäure, mit Supplements, mit Training und mit dem Lebensstil. Und wenn man Post-Covid oder Long-Covid nicht behandelt, dann geht es über in Final-Covid. Dann ist es nämlich eine Depression, Alzheimer oder Demenz. Das heißt, wenn man jetzt nichts tut, von allein wären die Leute nicht gesund. Und hier ist nicht mehr der alleinige Schrittmacher des Virus, sondern das Virus hat auf dem vorbelasteten Boden, dem metabolisch vorbelasteten Boden, eigentlich jetzt das System voll in Kollaps gebracht. Mitochondrien müssen akut nicht nur Energie produzieren, sondern wenn ein Virus kommt, ist das Mitochondrial Antiviral Signaling aktiv. Die Mitochondrien wären zum Schlachtschiff, kämpfen gegen das Virus. Und dann beruhigen sie die Immunantwort und gehen wieder zurück zum Energiekraftwerk. Aber viele Menschen bleiben da drin stecken. Die haben schon zu viel Entzündung im Körper gehabt vor Corona. Die haben schon Schwierigkeiten im Darm vor Corona. Die haben Vorerkrankungen, aber auch nicht diagnostizierte Vorerkrankungen wie die nicht-alkoholische Fettleber. Das Immunsystem war gebunden. Die Mitochondrien haben schon geschwächelt. Jetzt kam noch Corona und jetzt kollabiert das Ganze. Aber spätestens jetzt braucht der Blick zurück.
hilft, die Mitochondrien aufs Radar zu nehmen. Das hilft, die metabolische Stoffwechselsituation auszubalancieren. Und dann wären die Leute wieder gesund. Die können wieder ganz gesund werden. Und dann müssen sie nicht in der Depression enden. Und die Depression ist deshalb nicht eine Erkrankung von einem Botenstoff mit einem Antidepressiva zu behandeln. Antidepressiva kann eine Feuerwehr sein, sondern man braucht ein umfassendes Konzept. Und dann braucht es noch gute Psychologen, die das flankieren, gute Psychiater, die das flankieren, im breiten Blick. Ich habe immer kürzlich ein Interview gehabt mit Professor Rundeck, der sich auf Zitaten oder Studien bezogen hat, dass sehr viele Long-Versionen heutzutage eigentlich gar keine sind, sondern nur ein Wiederausbruch der vom EBV-Virus. Ja, genau. Das ist ein Wiederaktivierung vom Epstein-Barr-Virus. Das ist schon länger bekannt mit dem Chronic-Fatigue-Syndrom, Meningoencephalopathie. Diese Postinfektionssyndrome sind schon lang bekannt. Und wenn man genau messen, also das messerscharf bei allen Patienten, dann führt das Covid zu einer Teilaktivierung vom Epstein-Barr. Dann geht es in den Stoffwechsel, wie beim Pfeiffer'schen Drüsenfieber, oder macht eine Depression. Oder es macht eine Teilaktivierung vom Varicella-Zoster, dann kommt mehr Schmerz. Oder eine Teilaktivierung von Borrelien, deshalb hat er recht. Das ist schon lang bekannt und das kann man gut behandeln. Die Mitochondrien stehen im Zentrum und der Energiehaushalt muss gestärkt werden. Ich möchte noch was sagen. Ich selbst hatte, glaube ich, dreimal wahrscheinlich die Infektion durchgemacht. Dann hat meinen Blutwerten, ist das nachvollziehbar, hatte immer wieder mal Kontakt. Habe aber dann auch wieder gemerkt, ich hatte Energiemangel, habe dann Q10 genommen, NADH genommen, mir mit IHHT wieder mal beschäftigt und kurzkettige Fettsäuren genommen, ja, und dann die Energie ist wieder da, oder? Ja. Aber das wäre eigentlich das, was du stellvertretend jetzt den Zuschauern auch sagen kannst. Wenn die Energielosigkeit da ist, konkret, was noch was machen? Proteine? Ich brauche Aminosäuren, ja, einen Proteinshake. Ich brauche den Komplex 1, NADH, ist eine gute Version, Coenzym Q10, ja, Komplex 2. Dann Butyrat gegebenenfalls, das wäre eine kurzkettige Fettsäure, am besten aus. Das ist C8, oder? Ja, dann MCT-Öl. C4. C4 ist Butyrat. C4. Ah, das, genau, ist nicht im MCT-Öl, oder? Muss das sein, die C8 ist schon die Caprylsäure, glaube ich. Ja, Capryl. Genau. Ja. Und Butyrat ginge das auch, oder? Das wird auch, ja, die Ketogenese starten. Das sind auch kurzkettige Fettsäure. Carbon, Capryl, Caprinsäure, von C8, C10, 10, 12 geht alles noch und dann hört es aber auf. Ja. Ja. Und der Darm produziert die, der gesunde Darm. Ja. Und dann deshalb ein Präbiotika und Probiotika. Präbiotika haben ein schönes Glutamin, Akazienfaser, Galactose drin, Saccharin heißt das Ding. Und dann tatsächlich die Förderung von den Mitochondrien zusätzlich noch flankierend, außer der kurzkettige Fettsäure, nicht gleichzeitig geben, am Abend noch langkettige Omega-3. Ja. Und dann hat man eigentlich einen schönen Schub und dann hilft man dem Körper. Das ist auch gegen Frühjahrsmüdigkeiten etc. etc. Ja. Also immer, wenn man sich schwach fühlt, ist das ja eigentlich eine Energiebooster, genau, was jetzt nicht Doping ist, sondern es ist eigentlich nur, den Körper in die Lage zu bringen, dass die Mitochondrien genügend ATP-Produktion machen können. Und wenn die Mitochondrien schlapp waren, dann habe ich eben zu viel Laktat, eine metabolische Azidose. Und wieso habe ich Laktat? Da gibt es einen Kurzschluss, Pyruvat. Also mit dem Zuckerstoffwechsel geht dann eben nicht mehr in die ATP-Synthese, sondern zum Laktat. Und das können wir messen im Sport, aber das sehen wir jetzt auch bei Post-Covid. Ich habe plötzlich einen schlechten Quotient, hohes Laktat, hoher Ammoniakspiegel und einen ATP-Mangel. Mhm. Und deshalb geben wir hier noch, um Ammoniak zu binden, geben wir noch Galactose und wir geben noch Galactose dazu als Bypass. Und bei einigen kann man, das ist eigentlich auch im NAD, im Komplex 1 drin, die Ribose dazugeben. Auch ein Monosaccharid, der schnell Energie gibt. Und dann spüren die Menschen eigentlich relativ rasch eine Verbesserung. Und dann hilft man ihnen im Lebensstil mehr zu bewegen. Denn wenn ich schon sauer bin und wenn ich schon schlapp bin und wenn die Neurotransmitter am Boden liegen, dann rafft man sich nicht mehr auf. Das heißt, da braucht man einen Couch und ich muss zuerst den Körper stärken, dass er dann was tun kann. Und dann kann man mit der Ernährung dazukommen. Und dann kann man so eine Senke wieder überwinden und dann wird man auch wieder gesund. Ich muss noch mal ganz kurz nachhaken, weil Ammoniak hast du noch gebraucht. Und ich habe mal gelernt,
dass wenn wir zum Beispiel zu viel Fleisch essen, dass das gar, pro Tag gar nicht so viel aufgespalten werden kann, wie wir wahrscheinlich meistens essen. Irgendwie 50 Gramm am Tag, habe ich mal gehört. Und der Rest kommt in eine Fäulnis rein. Und aus der Fäulnis heraus entsteht eben auch Ammoniak. Mhm. Das heißt, dieses Ammoniak geht ins Blut und ins Hirn und macht uns auch doof. Ja. Es entgift. Aber wenn ich Galaktose nehme, könnte ich dieses Ammoniak gleich binden. Ja. Das ist ein extrem wertvoller Schlüssel. Absolut. Und das hat schon ein Herr Kosterlitz 1931 an der Charité in Berlin, hat er das schon beforscht und hat aber das schon gezeigt. Aber da redet niemand darüber. Genau. Aber die Forschung ist schon da. Und das hat man dann wiederholt und konnte das zeigen, auch an der Charité in Berlin, in einer schönen Arbeit, dass Galactose Ammoniak bindet und Aminosäure synthetisiert. Also wirklich ein wirklich richtig schöner Weg. Und jetzt gibt's noch zwei Quellen zum Ammoniak. Die eine ist, wenn man exzessiv Sport macht, wenn man übersteuert, dann geht es in den Nukleotidstoffwechsel, dann wäre Aminosäure abgebaut und es entsteht Ammoniak. Das heißt, dann steigt Laktat an, das soll ja eigentlich unterbleiben, aber Ammoniak steigt weiter. Die zweite Quelle kommt aus dem Darm und es sind Fäulnis. Das heißt, je höher der pH-Wert im Darm, umso mehr Endotoxine, umso mehr Ammoniak. Wenn man jetzt Fleisch isst mit einem Berg Kohlenhydrate, dann bleibt es im Darm und das Rohr verstopft. Und dann entstehe tatsächlich Fäulniserreger, Kadaverin, wie beim Kadaver und Ammoniak. Und deshalb hast du ganz am Anfang heute schon gesagt, maßvoll essen, nicht zu viel essen, gut haushalten. Und in der Tat ist die Kombination von einem Berg Fleisch mit kurzkettigen Kohlenhydrate ganz schlecht. Deshalb, wenn eine moderate Menge langkettige, wertvolle Kohlenhydrate mit Grünzeug, Salat, und wenn Fleisch mit ein bisschen Grünzeug, mit Gemüse und Salat, dann wird es besser verstoffwechselt. Und keine großen Berge, die das Rohr verstopfen und Fäulnis machen, sondern kleine Menge, moderat. Und nach dem Sport, um das Ammoniak zu binden, ein Glas Wasser mit Galaktose drin. Zum Beispiel. Kaffee geht auch mit Galaktose. Ja, aber nach dem Sport besser Proteinpulver dazu. Mhm. Das heißt, ein Sport möchte eine Anpassung, Sport möchte einen metabolischen Prozess in Gang setzen und dann wäre Enzyme aktiv für Muskelwachstum und die brauchen Protein. Das ist ein Stück Lebenskraft. Mhm. Und es gibt einen tollen Forscher in der Schweiz, der Marco Toigo, der hat ein großes Trainingszentrum in Cham, sicher eins von den modernsten der Welt. Und er ist ganz extrem. Er sagt, der Körper braucht nur eines, Protein. Ja, aber das Richtige und nicht diese Shakes da, wo man 20 Kilo genau. Boxen kaufen ganz kann, wo eigentlich nichts Gescheites ist. Und deshalb brauchen wir eigentlich für einen stabilen Stoffwechsel eine gute Balance. Und wir haben die Mitochondrien auf dem Radar. Wir möchten ein bisschen oxidativen Stress, aber nicht zu viel. Und das haben wir dann gelernt, auch in der Depression, dass dann die bestimmten Neurotransmitter in den Keller gehen. Und dass der oxidative Stress das Gehirn wie in eine Schockstarre versetzt. Aber die Verbindungsstörung ist dann noch nicht bleibend, sondern es wartet darauf, bis man es wieder in Gang bringen kann. Aber Menschen, die ja Energiemangel haben und sich irgendwie schlecht fühlen, kraftlos fühlen, die neigen doch auch mehr dazu, letztendlich Zucker zu essen, also süße Stoffe, weil das kurzfristige Energie gibt. Ja. Und dann kommt ja letztendlich wieder das Insulin und noch weiter runter. Also es ist ja eigentlich ein... Eine schlimme Situation, oder? Und hier wäre dann eben auch wieder die Galaktose der Schlüssel. Statt diesen Zucker zu essen, lieber die Galaktose, die über die Insulinunabhängigkeit in die Zelle geht. Das hängt natürlich da, das Belohnungszentrum mit Dopamin kommt hier ins Spiel. Dass natürlich der Bedarf nach Zucker, weil das ist natürlich sicher ein Notsignal. Der Körper schreit nach Energie. Wenn er aber eben schon in einem Zustand ist, in dem er das nicht mehr verwerten kann, ist es problematisch. Wenn er aber das noch kann, dann beispielsweise die Nutella ist ein wunderbares Beispiel, wie man Sucht erzeugen kann. Eine Mischung aus Zucker und Fett. Und das ist genau das, was in das Belohnungszentrum eben voll reinschlägt und damit auch die weitere Lust steigert. Das heißt, das ist natürlich, das kennt man vielleicht oder zumindest einige, die anfangen, Schokolade zu essen, nicht mehr aufhören können, ja. Weil das einfach sofort in die Belohnung und es schreit noch nach mehr. Das kann mal vorübergehend wieder gut sein. Aber wenn es natürlich permanent wird, dann wird es eben zur Sucht.
Und das ist natürlich auch einer der Gründe, weswegen am Ende die Ernährung in eine völlig falsche Richtung läuft, eben in Zucker, weil das eben belohnt. Mhm. Ja, wir sind, glaube ich, von Anfang an auf Süßes geeicht, aber alles eben in Maßen, ja. Und alles, was ins zu viel kippt, schadet natürlich dem Organismus, ja. Und jetzt kommt was Wichtiges. Die Sucht ist da, das ist eine Stoffwechselsucht. Wenn man jetzt im Tiermodell untersucht, was für eine Sucht größer ist, und man hat Ratten, die heroinsüchtig sind und zuckersüchtig sind, und man nimmt beides weg und sie haben eine Tür und ich öffne die Türe, beißen sich die Ratten tot und gehen zum Zucker und nicht zum Heroin. Das ist unfassbar. Das ist eine vitale Bedrohung, mit der Unterzucker so gefährlich war. In der Kaskade, so rutschen viele Menschen rein, chronische Stress, chronische Anspannung, weniger Sport. Und da schlittert man rein und dann belohnt man sich immer kurzfristiger. Dann gibt es einen Peak an Energie und dann wird man wieder sauer. Peak an Energie, aber langsam entgleitet es. Und wenn man den Menschen jetzt einfach sagt, ihr dürft keine Kohlenhydrate mehr essen, macht jetzt Low Carb oder Ketogen, dann nützt es denen nichts. Dann kommen sie in eine Senke, dann kriegen sie Unterzucker, Panik, Unruhe, Angst. Deshalb haben Ärzte recht, wenn sie sagen, hey, macht keine Diät, macht nichts so Extremes. Ich brauche ein Ersatzkohlenhydrat. Den Begriff Ersatzkohlenhydrat hat der Apollinär 1875 begründet. Dann hat der Herr Kosterlitz und der Herr Otto Warburg den Begriff Ersatzkohlenhydrat begründet. Der Rudolf Steiner schon 1911. Und jetzt kann man dem Körper süß geben. Er wird belohnt, er kriegt Energie, aber das Insulin bleibt im Bett. Er macht keine Entzündung. Und so können wir die Menschen Stück für Stück entziehen. Da sind wir wieder beim Galaktose. Und da sind wir dabei, dass man dann so eine Not und eine Sucht entsteht. Deshalb führt häufig Sucht und Depression vergesellschaftet. Da schlittert man rein. Und um da wieder rauszukommen, braucht man jemanden, der einem an der Hand nimmt. Und dann darf man nichts Extremes machen. Langsame Ernährungsveränderungen, langsames Screening, den Darm aufbauen. Und wenn der Darm gesund ist, produziert er die Reparaturwerkzeugkasten-Geschichte selber. Dann kann er die Neurotransmitter wieder binden. Aber wenn er krank ist, dann muss man ihm helfen, auf die Spur zu kommen. Und die Schrittmacher sind dann Proteine, Aminosäure, der weitere Schrittmacher die Mitochondrien und ein Ersatz Kohlenhydrat, um aus der falschen Belohnung rauszukommen, wäre dann eigentlich auch die Galaktose oder 5-Hydroxytryptophan und manchmal auch Melatonin. Melatonin und Serotonin, die stehen in einem schönen Verhältnis zueinander für den inneren Rhythmus und für den Schlaf. Und dass Menschen wieder gesund wären, außer Depression, brauchen sie einen guten Schlaf. Und das sehen wir später noch. Da kann man sich auch mit Musik entspannen, mit Wandern entspannen, mit neuroaktiver Musik, wie das Neuronavi und so weiter. Also ein Feld an Maßnahmen, die uns helfen. Und einige Menschen können ambulant Hilfe kriegen. Einige Menschen kriegen so eine auf sie abgestellte Supplementation. Einige Menschen gehen in eine Fachklinik. Da gibt es in Deutschland tolle Fachkliniken, die Libermenta-Kliniken. Die Basis ist die Ernährung. Mediterran und Glykoplan, dann gibt's gute Therapie und wenn es nach uns geht, zweimal am Tag Sport. Da war früher die Frage, zweimal in der Woche? Nee, zweimal am Tag. Und Sport aktiviert eigentlich eine psychische Gesundheit und eine Gehirngesundheit. Ja. Und deshalb haben wir auch eine Hirnforscherin mit an Bord, die Sabine Kubisch, die hat beim Professor Spitzer schon Sport integriert auf eine Station mit depressive Patienten. Und Sport ist eine Wundermedizin für Menschen, die im Loch sind. Aber eben nicht zu schnell und zu viel, sondern moderat verführt, wieder in den Sport reinzufinden. Dann spürt man sich wieder und dann wird der Zucker abgebaut, die Stresshormone wären abgebaut und die Glückshormone wären gebildet. Also. Ja, da möchte ich auch nochmal, du hast vorhin noch 5-HTP erwähnt, ja. Oder? Das ist ja die Vorstufe von Serotonin. Ja. Warum gibt es eigentlich Serotonin nicht direkt? Ich meine, wenn das das Glückshormon ist, ich meine, können wir das nicht irgendwie eine Infusion mit Serotonin kriegen? Das sind die Antidepressiva. Die Antidepressiva machen Folgendes. Die hemmen das Enzym, was Serotonin abbaut. Das sind die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das heißt, Serotonin wirkt und dann wird es wieder aufgenommen. Und dann wirkt es länger. Das heißt, ein Antidepressiva beruhigt und hilft ein Stück weit. Aber ich möchte gern die Ursache. Das heißt, als Feuerwehr geht es, aber wir möchten gern den Körper verführen, dass er selber macht. Aus dem gesunden Darm, mit richtiger Ernährung,
wird zu Tryptophan verstoffwechselt und dann kommt das Serotonin wieder in Gang. Und eben nicht nur der eine, sondern mit der richtigen Aminosäure und mit dem richtigen Stoffwechsel kommt genügend Dopamin und Adrenalin. Und Stück für Stück kommt aus der chronischen Stressspirale wieder raus. Aber in der Erschöpfung muss man kleine Schritte machen und in der Erschöpfung brauche ich Tricks. Und einige von den Tricks sehen wir hier in der Biochemie näher auf der Spur. Und auch Antioxidantien haben wir vom Wolfgang gelernt, nicht eines hochdosiert, sondern mehrere eigene wieder ins Spiel bringen. Mehrere? Also nicht ein hochdosiertes Vitamin C, was sehr oft genommen wird? Das sollte man dringend vermeiden. Weil hochdosiertes Vitamin C könnte Eisen im Zusammenhang mit Eisen, jetzt in Entzündungszustand, könnten Sauerstoffradikale die Eisenbindung herauslösen, beispielsweise aus Hämoglobin und aus allen Eisenspeicherproteinen und dann eben reduzieren. Und das ist der Sauerstoff, Ascorbinsäure könnte eben zu einer sogenannten Fettenreaktion führen, das heißt zu einem Sauerstoffradikal, gegen das es überhaupt keine Verteidigung gibt. Also hochdosiert Ascorbinsäure sollte eigentlich nicht sein. Es ist viel sinnvoller, das antioxidative Maschinerie in Gang zu setzen über sekundäre Stoffe, beispielsweise die Polyphenole. Die sind in Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, im Knoblauch, im Kurkuma, in Lycopin, der Tomate und so weiter, eine ganze Liste, die nichts anderes machen, als einen Transkriptionsfaktor zu aktivieren, der am Ende an den Genen das initiiert und ablesen lässt, was dann wie SOD, also die Verteidigungslinien gegen oxidativen Stress. Das heißt, diese sekundäre Linie sollte man viel mehr begehen als die primäre Sauerstoffradikale abfangen mit Vitamin C hochdosiert. Auch Vitamin E, das sollte man nicht überdosieren. Ja. Das heißt also, Vitamin C zu viel kann auch zu einem erhöhten Eisenmangel führen. Kann und vor allem zu oder schweren Eiseninfusionen immer wieder neutralisieren. Zu schweren oxidativen Schäden führen, ja. Das heißt, weil das mit Eisen, das sind diese Spurenelemente sind extrem wichtig, aber extrem gefährlich. Es darf kein einziges Eisenmolekül für sich herumschwimmen. Es darf kein Kupfermolekül herumschwimmen, weil die sofort eine Reaktion in Gang setzen, die Stress bedeutet. Und deswegen und Eisen und Ascorbinsäure, das heißt Vitamin C, ist in der Lage, diese Elemente aus ihren Speichern zu lösen. Und damit geht die Hölle los. Also wohl dosiert, ja. Und das Beste ist das antioxidative, entweder Glutathion-Infusion, Liponsäure, alles SH-Moleküle oder eben am besten sich gut versorgen mit Polyphenolen. Es gibt im Grunde inzwischen Multiphenolpräparate, es gibt Kurkuma und es gibt alles Mögliche. Die sind alle, die chinesische Medizin beruht auf nichts anderem als auf antioxidativen Behandlungen, ja. Den oxidativen Stress zu reduzieren und in Bahnen zu lenken, wo er handhabbar ist, wo er eben aber genau so viel bietet, wie der Körper braucht als Signalmolekül, aber nicht mehr, ja. Und deshalb bettet man das gut ein. Das wäre der Glykoplan. Mit dem Glykoplan haben wir ganz viel Grünes. Das sind die sekundäre Pflanzenstoffe. Deshalb lieber Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere. Deshalb Brokkoli und Gemüse. Und das war das Geheimnis von der Ernährung von den Hundertjährigen. Mhm. Und das wäre in unserem Ernährungskonzept drin. Das heißt, der Körper soll das am besten mit der Nahrung aufnehmen. Dann stärkt man das körpereigene antioxidative Schutzorchester, wenn der Energiehaushalt gut funktioniert. Und dann kann man tatsächlich, wenn alles gut auf dem Radar ist, im richtigen Moment, kann ich auch mit Vitamin C mal kurz höher dosieren. Aber eben nicht als alleinige Maßnahme, sondern gut vorbereitet und gut integriert. Mhm. Wir möchten immer ans Orchester denken. Ein Instrument allein, zu laut, macht noch keine schöne Musik. Aber wenn alle schön synchronisiert spielen, dann hilft es. Das wäre eigentlich so das, was wir aus dem Forschungsbereich von Wolfgang gelernt haben, vom oxidativen Stress.
Und die Stoffwechselwege wie oxidatives Stress und Sauerstoffzünglein an der Waage ist zur Gesundheit oder zur Krankheit, dass man moderate Wege braucht. Und dass man da nicht mit einer Sache hochdosiert, sondern ein gutes Spektrum entfaltet und dann das individuell anpasst, kontrolliert, ein Monitoring macht. Machen wir dann manchmal mit Biovis, mit dem Burkhard Schütz oder mit Saluto beim Ilmar Wienicke oder mit anderen Labors, Herr Löffler in Berlin. Und die Zusammenarbeit, die hilft's. Wichtig ist, also die Depression ist nicht mehr eine Erkrankung für einen Facharzt, wo man mit einem Antidepressiva behandelt, sondern es ist komplizierter. Und manchmal spielen traumatische Ereignisse mit einer Rolle. Jetzt einige Menschen erleben die Pandemie mit traumatisierender Wahrnehmung und sind handlungsunfähig. Sie möchten raus und können nicht, sie haben Angst. Und dann ist man wie in einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das sieht aus wie eine Depression, aber da braucht es andere Hilfe. Da haben wir die Rosemarie Bawinski mit dem Schweizer Institut für Psychotraumatologie. Dann haben wir eben gut ausgebildete Psychiater und Psychologen. Und das Zusammenspiel macht es. Mhm. Und eben nicht mehr Alleingänge. Ich habe noch eine Frage. Ich habe immer ständig das Wort Glutation gehört und die letzten Wochen eigentlich ständig und immer wieder. Ist dieses Glutation auch in diesem Stoffwechseldrink drin, was du jetzt gerade neu entwickelt hast? Das sind die Aminosäuren drin, die dafür notwendig sind, dass Glutation gebaut wird. Dass der Körper das produziert. Das besteht aus 3 Aminosäuren. Ah. Genau, und dann füttern wir den Körper, dann produziert das. Und das ist eigentlich eine wundervolle Maschinerie, die im Körper alles reparieren kann. Fantastisch. Deswegen beispielsweise die Glutathionperoxidase ist eines dieser Enzyme, die die Sauerstoffradikale, die aus den Mitochondrien herausfallen. Die Mitochondrien darf man sich als eine Treppe vorstellen, wo die Elektronen von Stufe zu Stufe runtergeben, um am Ende dem Sauerstoff die 2 Elektronen zu geben, die dann mit 2 Protonen Wasser gibt. Aber die Treppe hat eben kein Geländer. Da fallen gelegentlich mal auch Elektronen direkt runter und verbinden sich mit dem Sauerstoff direkt. Dadurch entsteht das Sauerstoffradikal. Es ist kein Defekt in der Evolution, sondern es ist sinnvoll, weil wir ein gewisses Maß an diesem Sauerstoffradikalen brauchen. Wenn es zu viel wird, muss es entsorgt werden. Und es zu viel wird entsorgt durch die Superoxidismutase und dann entsteht H2O2. Und daraus wird dann wieder durch die Glutathionperoxidase einfach nur der pures Wasser entwickelt. Diese Glutathionperoxidase regeneriert auch immer wieder durch das Glutathion. Ja, das spielt da eine große Rolle. Was auch eine große Rolle spielt, ist beispielsweise Selen. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen Selen. Ja, da ist der Punkt. Selen ist noch an vielen anderen Orten wichtig, auch im Immunsystem, aber in der Bekämpfung des oxidativen Stress ist es ganz essentiell. Und wenn ich eben zu wenig Selen habe, beispielsweise kein Meerfisch esse oder es nicht supplementiere, komme ich da eben auch in eine defizitäre Lage. Ja. Eine andere Geschichte ist, weil wir von Dopamin sprachen, Fructose hemmt die Tryptophanaufnahme im Darm. Das heißt, das Tryptophan fehlt mir dann als Serotonin im Gehirn, ja. Und so spielt der Stoffwechsel, eben der gestörte Stoffwechsel, sofort rein in dieses unglaublich kompliziertes Netzwerk der Neurotransmitter, ja. Und das eben dann stimmt es, dann findet es eben nicht mehr statt, ja. Und wie gesagt, die Neurogenese, das ist auch bei Depression geht ja im Grunde, kann durchaus in die Demenz übergehen. Das ist also nicht sauber Burnout, Depression, Demenz, das sind alles Sachen, die nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern die haben teilweise gemeinsam pathophysiologischen Ursprungs. Die Neurogenese ist in der Depression genauso dramatisch. Deswegen Sport, morgens, mittags, abends durch den Wald, durch diesen Faktor, der durch Aktivität,
körperliche Aktivität wirken kann, der wirkt auf die Neurogenese. Und Neurogenese natürlich durch soziale Kontakte, durch all diese Dinge. Und ein Depressiver, der fällt natürlich langsam immer mehr in die Isolierung. Dann isst er nicht mehr richtig und dann keine Kontakte mehr. Das ist der Weg nach unten, ja. Und das kann man, denke ich auch, ist jetzt rein theoretisch formuliert, aber wenn man weiß, was zur Neurogenese beitragen kann, dann kann man diese Dinge auflisten. Und dann hat man im Grunde eine unglaubliche Palette. Man muss es bloß anwenden. Ja. Man muss die Leute an die Hand nehmen. Ich habe Freunde, denen predige ich seit Jahren, geht durch den Wald, ihr wohnt dort, ihr könnt alles machen. Sie sitzen auf dem Sofa, das ist diese Couch-Potatoes. Ja. Mhm. Da gibt es auch Studien, Waldbaden. Ja, ja. Also ganz, ganz deutlich. Aber mir ist die Zeit jetzt gerade davongelaufen. Ich möchte vielleicht noch sagen, ich würde die Sendung nämlich Final Covid gleich Depression benennen, denn ich glaube, dass diese Sendung, die wir jetzt gerade gemacht haben, in den nächsten 2 Jahren medial Schlagzeilen machen wird. Denke ich, dieses Long-Covid und Post-Covid wird uns noch jahrelang beschäftigen, weil wir hier genau reingerutscht sind durch eben diese Entzündungskaskaden, die es da gegeben hat. Und heute haben wir einen Schlüssel gehört. Ja, und jetzt gibt es was Spannendes. Die metabolischen Marker vor Covid haben eine ganz klare Sprache gesprochen als Schrittmacher, messbar, verifizierbar, im Kontext Stoffwechselbelastung bei Depression, bei Alzheimer, bei Parkinson. The elephant in the room behind Covid sind metabolische Marker. Und the elephant after Covid, Post-Covid und Long-Covid, die haben die gleiche metabolische Marker. Aber spätestens jetzt muss man was tun. Das hat schon lange vorher angefangen. Deshalb können wir nicht einen Moment behandeln, sondern eigentlich eine Geschichte. Und wenn das gelingt, dann kann ich Final Covid, Depression, Alzheimer, Parkinson, abfedern. Und die metabolische Marker, die man dort kennt, das sind dieselben. Klar. Das heißt, am Schluss endet alles eigentlich im Stoffwechsel und in unserem Organismus, Physiologie, Biochemie. Und deshalb haben wir gerade auch einen schönen Artikel dazu geschrieben, in der Schriftenreihe für die Studenten, mein eigener Master for Medical Administration. Und in unserem Lehrbuch wird es ein richtig eigenes Kapitel, die Depression und Verankerung im Stoffwechsel. Ich muss noch abschließend den Zuschauern noch eine Plattform zur Verfügung geben, wo sie sich jetzt noch schlau lesen können zu diesen Schlüsselpunkten. Unter anderem, wo kriegt man diese Bücher? Proteinproblematiken, wo auch eben das Glutation gebildet werden kann. Und auch über Galaktose, wo auch ein Schlüssel ist in diesem Gespräch drin, als insulinunabhängiger Zucker, der uns nicht noch weiter runterführt, sondern eigentlich Energieversorgung sicherstellt. Kannst du mir da noch eine Plattform nennen, die man nachlesen kann? Also eines ist der Vesalius Verlag. Da gibt es Bücher Zuckerkrankheit Alzheimer, haben wir miteinander geschrieben. Ja. Dann Zucker, der heimliche Killer. Dann gibt es Good Carbs, also da gibt es Bücher. Und im Fall Kento Shop gibt es Produkte, auch Kombis, die man beim Alzheimer verwendet, mit Galaktose. Kombis, die man in der Erschöpfung verwendet, manchmal Galaktose plus Kreatin. Manchmal Galaktose plus Vitamin C plus Glutamin. Also schöne Mischung. Im Fall Kento Shop gibt es noch mehr Wiese. Super, herzlichen Dank. Das war Dr. Med. Kurt Mosetter einerseits und der Dr. Wolfgang Alexander Simon. Ganz herzlichen Dank euch zwei für dieses hochinteressante Gespräch. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie sich erschöpft, schlapp oder ein bisschen ausgelaugt fühlen und keine Energie mehr haben und es ist alles ein bisschen komischer als in den vergangenen Jahren und Sie sind sich's überhaupt nicht gewohnt, dann informieren Sie sich über diese Sendung weiter an diese entsprechenden Plattformen, denn heute ist da ganz sicher ein Schlüssel Ihnen mitgeteilt worden, wie man diese Mitochondrien wieder dazu antreiben kann, mehr Energien zu produzieren und Entzündungsprozesse innerhalb des Körpers wieder reduzieren kann. Und das wünsche ich Ihnen ganz von Herzen und alles Gute auch für die Zukunft. Bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.